3000 Euro. Mit dieser Summe unterstützt die Firma Stecker Express GmbH aus Engstingen das Schülerkochprojekt für andere Kochen, selber lernen des Reutlinger Hobuch-Cafés. Hier lernen Schüler aus der Region gemeinsam mit Flüchtlingen, wie Arbeit organisiert werden kann oder was Teambuilding bedeutet. So kommt immer wieder ein leckeres Mittagessen oder eine süße Nachspeise auf den Tisch des Hobuch-Cafés. Das Hobuch-Café ist ein Projekt des Reutlinger Diakonieverbandes und hat das Ziel, die Menschen bei leckeren Speisen zusammenzubringen.